Und damit begrüße ich euch ganz recht herzlich zurück zu einer weiteren Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Und damit auch erstmal der letzten Preview-Folge vom Ruhrgebiet und deren neuen Ansagen. Ich betone es noch einmal. Diese Ansagen, die gerade entwickelt werden, ja, es gibt nun auch offiziell ein Release-Datum. Deswegen machen wir auch ein letztes Preview-Video noch auf der Linie 908 in Duisburg. Genau. Wie gesagt, das ist alles noch Work in Progress. Aber Link dazu in der Videobeschreibung. Da steht auch der Release-Date, ja, und was da noch gemacht werden muss. Genau, denn diese Linie ist, glaube ich, auch die einzige Linie, oder das ist sogar die einzige Linie, die andere Ansagen hat als alle anderen. Gut abgesehen von Gelsenkirchen und, Gelsenkirchen und, ja, Oberhof, das ist der Gebiet dort. Wir sind ja hier in Duisburg. Das Einzige, was hier eigentlich wirklich anders ist, ist der Gong. Die Stimme an sich ist ja das Gleiche. Aber egal. Mit einem C2. Ja, hinten hat er eine Außenschiebetür. Sehr schön. Mit DVG gratis WLAN an Bord Werbung. Wenn ich diese Werbung wiederfinde, verlinke ich euch die auch in der Videobeschreibung. So viel dazu. So, steigen wir ein. Das ist nämlich von der Martener Straße direkt bis nach Stärkrade. Ja. Ich werde natürlich dazu noch was erzählen. Und vor allem auf die ganzen Bugs und Fehler, beziehungsweise die Sachen eingehen, die nicht geändert werden können. Ja. Es sind ja immerhin plus die Ansagen, ja. Manches geht halt, manches nicht. Aber das erkläre ich euch dann noch alles. Das Schöne ist, wir haben hier ein ZF-Getriebe. Hm? Ach, dafür gehe ich doch immer gerne nach hinten, wenn ich den Motor starte, wa? Ah ja, fast vergessen, ich verlinke euch noch die anderen Videos, die wir zu dem Work in Progress Ansagen gemacht haben. Natürlich alles in der Infokarte, da könnt ihr euch von den anderen Linien noch einen Eindruck machen. Es gibt natürlich auf der Webseite auch ein Preview-Video, wo auch die Linien aus Gelsenkirchen mit dabei sind, also eine davon. Die zeige ich euch aber nicht, ja, das wird dann gemacht, wenn die offiziell released worden sind. So. Das muss man mal so gesagt haben. Da muss man das Dashboard verstellen. Ja, dieser Bus hat auch diese Ibis Plus Kasse. Die habe ich jetzt aber bei diesem Repaint nicht eingefügt, weil passt irgendwie nicht ganz dazu, zu dem Repaint. Denke ich jetzt mal. Außerdem ist hier auch ein bisschen einfacher zu bedienen. Also, wir haben es 9 Uhr morgens, ganz schön dunkel. Code ist 4x die 9. So, ach ja, hätte man doch die Linie eingeben können, ne? Und zwar hier, 908. Ich glaube, Stand jetzt sind ungefähr 40, das muss man sich überlegen, 40 Buslinien fertig mit den Ansagen bestückt. Ja. Klingt viel, aber man muss bedenken, das ist auch schon seit über einem Jahr in Entwicklung. Ja, seit über einem Jahr. Also, Hut ab. Ja. So, Martiner Straße. 39, ja, das geht. Also 908. Lass mich raten. Das ist nicht die 1, lass mich raten, das ist die 2. Ach, wie ich das Bus gewusst habe. Erreicht. Sehr schön. Ja, wir können Licht anmachen, wenn wir wollen. So. Warum schildert der N08? Hä? Nee, also mach ich lieber selber, ne? Stärkrade Bahnhof 908. Da, so besser. Na, immer die Screenshots nicht vergessen. Ja, lieber entwerten, ne? Ja, ich hab's gesagt. So, die Zeit spulen wir jetzt aber auch vor, ne? Also, guter Trick, Pause drücken, vorspulen, weil da hast du keine Loading AI. Ach, das waren 39, ne? Jawohl, wir fahren nämlich eine Weile. Und
22. Okay, wir haben gut Pause dort, das ist schön. Wir fahren wie lang? 50, 0, 10. Ja, 40, 50 Minuten vielleicht, ja. Aber ist okay, es ist vollkommen okay. Könnte schlimmer sein. Okay, 39 also. Nein, so. Und mal 38. 39. So. So, jetzt kommt, hat Pech gehabt. Ja, angeblich waren die auch mit diesem Citaros hier rum. Also deswegen hab ich mir gedacht, nehmen wir den auch mal hier. Ja. Ist auch ein schöner Bus. Lol, das Fernlicht sieht man gar nicht. What the fuck? Okay, dann nicht. Ja. Jetzt haben wir es 39, jetzt können wir los. Fährt sich aber schon mal sehr gut. So, Ansage bitte. So, das, worauf wir alle warten. Okay, dann noch nicht. Dann warten wir, bis es grün wird. Und das klappt doch gut. Rainerstraße. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, Leute, aber ich finde das geil. Ja? Ja, muss auch sagen, das ist die einzige Linie mit diesem Gong. Ja? Alle anderen haben ja keine. Morgen. Moin. Na gut, über die Map brauchen wir gar nicht reden, das ist ja der komplette Müll. Ne? Also da ist ja nichts realistisch dran. Wernerstraße. Also ich meine, ich habe vor 3 Jahren vielleicht? Ja, vor 3 Jahren mal ein Video hochgeladen, auf der gleichen Linie. Da waren wir sogar zu zweit unterwegs. Guten Tag. Und da gab es dann auch einen Kommentar zum Thema, das sieht überhaupt nicht realistisch aus, die Map. Ja, Leute, guckt euch da an, Leute, die aus Duisburg kommen. Duisburg, nennt es wie ihr wollt, mir scheißegal, alles falsch am Ende. Gut. Aber egal, darum geht's ja hier nicht. Ne? Ansage. Dienstleistungspark. Ja, die Bremsen sind auch ein bisschen anders. Und dieses blöde automatische Kneeling. Braucht kein Mensch. Sinnlos. Schmutz. Dieses Graffiti existiert hier immer noch. Okay. Halbeisen. Was ist denn mit der Ampel los? Okay. Bisschen weniger müssen wir warten. Ja, jetzt aber husch drüber hier. St. Johannes Hospital. Ja, komm schon, Zitaro. Das schafft er. Benz Power. Ja, einige Ansagen, muss man sagen, da, die haben ja so schon nicht funktioniert im Ruhrgebiet. Einige konnten auch behoben werden. Aber nicht alle. Also die behoben werden konnten, sind halt so, dass der
dass der Dateiname, also der Wave-Datei, des Audios, ne, der Ansage, halt falsch geschrieben ist. Da fehlte halt ein S zum Beispiel oder halt irgendein Buchstabe hat gefehlt, ne? Oder war falsch in dem Fall. Sowas ging. Deswegen wundert euch das nicht, wenn mal alles nicht ersetzt wird, sondern sogar noch dazu kommt. In der Hoffnung, dass es dann keine Verwechslung gibt mit dem Abspielen der Ansagen. Also gut, was soll da schon verwechselt werden, ne? Aber am Ende spielt es dann trotzdem nicht ab. Ich weiß es nicht. Getestet wurde es ja noch nicht. Wie es aber auch schon auf der Webseite steht, das ist noch alles dabei. Moin, moin. Moin, Manfred. Ja, ziemlich interessant, ne? Hört sich aber gut, der Bus, ne? Wirklich. Natürlich liegt auch zum Bus, ne? In der Videobeschreibung. Wie das Repaint. Altmarkt. Altmarkt? Diese Aussprache. Ja, es sind Computeransagen, das ist nun mal so. Ja, das ist beabsichtigt. Aber ich denke mal, das wird dann auch noch so bekannt gegeben. Ist das so alles. Ich denke mal, da wird sehr viel Information drin stehen, wenn das dann released wird. Da bremst halt noch früher. Meine Fresse. Ach ja, verdammt, ich wollte noch die AI-Liste anpassen. Jetzt fahren hier diese blöden MANs rum. Ah, verdammt. Ja, Mist, ne? Ach. Na egal. Das Gelenkbus. Okay. Den falschen Bus gesucht. Genutzt. So, das ist der Altmarkt oder was? Hallo. 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 Scheiße, das kann aus werden. Ey, die sind so langsam, dass selbst bestimmt im ersten Gang schon eine Rolle als die fahren. Ja, guckt euch an. Huch. Leute, ich habe einen Fahrplan, das geht nicht. Sagt der so beschissen überholt, ja, aber. Ist doch so. Hamborn Rathaus. Umsteigemöglichkeit in die Stadtbahnlinie 903. Interesting. Sehen wir mal, wann wir hier grün bekommen. Fahrplan technisch sind wir auch gut unterwegs. So, warte mal. Wie viel Zeit haben wir dort? 4 Minuten? Okay. Wenn ihr meint. Ja, jetzt setzen es noch 2 Minuten. Huch.
Hause. Morgen. Moin. Ey, Busfahrer. Einmal Preisstufe A und der Flott. Mit diesem Ton bekommst du bei mir nichts. Dann kriegst du extra das Teure. So. Was? Ach so. Danke, Bruder. Ein Preisstufe A-Ticket, bitte. Alter. Ihr seid Kunden, wirklich. Ihr seid solche Kunden. Ja, bitte, Brudi, ja. Ich frage mich auch, wer auf die Idee gekommen ist, ja. Der gute Kevin, der die Web gemacht hat. Warum? Erklär mir, warum. Sein Scheiß. Das sind ja die DLC-Humans ja noch besser. Ja, diese Volume von Harley Quinn. Vor allem lustiger, das ist einfach nur frech. So, wir fahren weiter. Bei sowas weißt du doch echt nicht, was du sagen sollst. Was ist das denn für ein Kack? Ja. Okay. Vor allem, wie fahre ich, um dort hinten rauszukommen? Hä? Kantstraße. Wahrscheinlich hier, oder? Nee? Hier. Ich versteh's nicht. So. Hallo. Hallo. Und wieso habe ich bitte dafür 2 Minuten? Kann mir das einer erklären? 51. Oh, das ist die Bullerei. Moin. Lessingstraße. Lessing, Goethe. Kant. Kant. Nicht witzig. Guten Morgen. Moin. Ah ne, warte, ich bin ja nicht in Hamburg. Morge. Guten Morgen. Ja, oder guten Morgen. Ey, jut, doch. Ach, was weiß ich. So. Kampfstraße. Umsteigemöglichkeit in die Stadtbahnlinie 901. Jawohl, grüne Welle. Schon wieder zu früh, was? Moment mal. Kampfstraße. Okay. Egal. Passt schon. Ja, ich habe vergessen, die AI-Liste zu ändern. Ja, Gott. Also irgendwie nervt's doch. Ich meine, der Bus ist ja schön. Aber wenn er diesen Standard-Sound nimmt... Wobei ich extra diesen Modded auf manchen Maps nehme, das funktioniert nicht. Das ist total dämlich. Ich verstehe nicht, wieso. Ja.
Keiner weiß, ob sie ist, ne? Ich weiß. Ist das so noch mehr Leere geht hier nicht, oder? Wie leer ist das denn hier, bitte? Sind das alles Gärten? Norbertus Kirche. Werbung für Lotus. 25% Rabatt. Natürlich. Das glaubt man sich nicht. Aha. Ja, Zitaro ist schon ein schöner Bus, ne? Ich such grad nur so ein... Wir haben ja schließlich Zeit, Leute. Mit der Lotus-Werbung im Hintergrund, warum nicht? Huch! Oh, Gott sei Dank. Ich dachte gerade. Gerlingstraße. Die Bremsen sind zwar nicht so die krassen, aber der bremst schön sanft. Was ist das denn für eine Straße? Ja, dass hier 30 sind, wundert mich nicht. Wollen wir jetzt nicht sehen. Ja, genau. Oh Gott. Wie sieht das eigentlich von außen aus? Ja, interessant, interessant. Das ist sehr interessant. Die Shepper-Sounds gefallen mir auch. Schon wieder Lotus-Werbung hier. Hallo. Hallo. So. Einfach auf die Zeit gucken können, ne? Ach, passt schon. Barbara-Straße. Also ich finde, da fehlt mir auch ein bisschen der Hall, oder? Bei der Ansage. Ey, bei den anderen war das doch etwas besser gelungen. Ja, mal gucken. Weiß ich auch nicht. Aber vielleicht soll das ja so. So mit in die Baustelle rein, okay. Er hat gedrückt und ist nicht ausgestiegen. Ah, Manfred schon wieder. Natürlich. Nein, ich fahre hier keine 10 km/h, das könnt ihr vergessen. Oh, gerade wo grün ist, ne? Ruprechtstraße. Ach, Scheiße. Mann! Was ein Müll. Stimmt das?
Ja. Oh Gott, ja, jetzt sind wir zu spät. Das schaffen wir nicht mehr. Irgendwie so der typische Spruch, ne, für Werbung am Bus dran ist, hier gibt's WLAN, gratis WLAN an Bord, einsteigen und lossurfen. Ja, was denn auch sonst? Achtung, toter Winkel. Das ist wichtig und richtig. Das Repaint gefällt mir. Was ist das hier? So unscharf, kann ich lesen. Kann ich nicht lesen, ist so unscharf. Und hier drinnen gibt es hier noch eine Werbung. Nein? Ach, schön, ja. Ich weiß auch nicht, warum das so ruckelt. Ups. Ich weiß ja nicht, warum das auch so ruckelt, wenn man hinten sitzt. Vorne ist die Performance besser. Okay, die Ampel haben sie smart getimed. Da hat mal jemand mitgedacht. Zeit rausholen. Ja, Leute, macht doch hin. Ne? Hallo. Hallo. Ach komm, scheiß Ampel. Wofür wird die jetzt rot? Kapiert keiner. Kapiert mal wieder keiner. Albert-Einstein-Straße. Ich dachte, hier irgendwo wäre auch ein Blitzer gewesen. Schaltest du den dritten runter? Was war das jetzt? Hast du wieder einen vierten? Ist auch nicht, was du willst. Okay. Den sechsten, hast du wieder einen fünften? Ja, genau. Er ist den vierten. Hallo! Dummes Getriebe. Alter! Noch mehr Manfred! Guten Tag. Guten Tag. Ein Preisstufe A-Ticket bitte. Ja. 20 Cent zurück. Bitte. Und weiter. Gut, bleib stehen, ne? Danke. So. Jetzt wird's komisch. Das weiß ich nämlich schon, weil ich habe das schon mal angetestet. Also hier steht jetzt Salzmannstraße. Laut Plan kommt auch jetzt die Salzmannstraße. An der Haltestelle steht auch unsere Linie dran. Aber... Oh ne, hier steht es auch dran, okay. Was war denn das nochmal? Ich glaube, jetzt kam die Ansage Fiskusfriedhof. Also die danach. Die Haltestelle danach. Oh. Ich warte das nochmal. Salzmannstraße. Okay, dann war das bei mir nur ein Bug gewesen. Weil letztens kam mir die Ansage Fiskusfriedhof statt statt Salzmannstraße. Das ist komisch, okay. Hat er um sie mal wieder Lust, mich zu ärgern gehabt.
Ist okay. Soll's machen. Ja. Ja, Leute, was habt ihr erwartet, wo ich halte? Guten Morgen. Also, wer hier so parkt. Ja, geschliffen. Fiskus Friedhof. Oh, wir sind 30. Ups. Fast vergessen. Ja, selbst der Bus keinen Bock mehr drauf. Schaltet gleich in 5. Wo ich halten werde. Ja. Frag dich das mal. Blöder Wichser. Ne? Aber ich habe gut reagiert, ja. So typisch deutsch reagiert, ne? Bennostraße. Wenn ich trotzdem gefahren werde, wäre, wenn ich trotzdem losgefahren wäre, dann wäre das BMW typisch. Ja. Ich sag's bloß, ja. Dann wäre das typisch. So. Oh, huh. Piep. Eine Person. So. Aber hier rum. Los, gib Gas. Wolframstraße. Wolfram. Rahmsoße oder was? Ja gut, das ist ja beabsichtigt, ne? Weil ist halt Computeransage, ne? Computeransagen sind nun mal dumm. Also bin ich schon wieder zu früh, Alter. Warte mal. Kann nicht sein. 7. Ja, den spul ich vor. So. Ich sehe wieder nichts durch dieses blödes, durch diese komische Kante da am Fenster, ey. Oh, der will abbiegen. Ja, ich fahre jetzt, egal. Der hat gewartet, wie nett. So, Rahmenblinker als Bedanken. Ne? So. Das Stück habe ich noch nicht angetestet, ne? Also das ist jetzt auch neu. Für mich. Skargerragstraße. Seid ihr bescheuert? Gott, nochmal. Skagerragstraße. Interessante Betonung. Interessanter Name vor allem. So, die Haltestellenschilder sind schon mal anders, nämlich die von der STOAG. Ja, von der STOAG. Pfaffnerstraße. Pfaffnerstraße. Oh, gerade noch so. Bremst doch. H.
Hallöchen. Hallöchen. Einmal Preisstufe A, bitte. Nee. B? Nee. A. A. Doch. A. Ja. Oh, halt das Maul. Ist ja aber zeitig eingefallen, dass du ein Ticket Danke. Willst, ne? Ja, bitte. Mein Gott. Solche Leute. Ist ja kein Wunder, warum die alle. Warum die Busfahrer alle mies gelaunt sind. Ja, ich kenn's doch selber. Wegen solchen Leuten. Ach Gott. Wird Zeit, dass mal alles digitalisiert wird. Wirklich. Hallo, Omsi. Danke. So. Buschhausen Mitte. Wie klang das denn gerade? Buschhausen Mitte. Was ist das für eine Aussprache? Gut, ich sag das, ich lasse es jetzt, ja. Moin, moin. Ja, komm. Hi. Ich mag dich nicht. So, grüne Welle. Kickdown. Hessenstraße. Oh, Wohlmelle. Komm schon, Benz. Wird mal ganz komisch runtergeschalten. Was denn hier bitte aus? Also gut, wohnen würde ich hier, denke ich mal. Oder hier mit. Weil es scheint ruhig zu sein. Hallo. Aber schön ist was anderes. So viel haben wir nicht mehr, ne? Preußenstraße. Jawoll, grün. Was für ein Glück wir heute haben. Und was für eine Verfrühung schon wieder. Ja, ich verstehe auch nicht, warum Plus hier Verfrühung ist. Ich kenne das andersrum. Hallo. Hallo. So. Wahrscheinlich gegen 14, ne? Preußenstraße, ja. Oh, wir sind ja wirklich gleich da. Hey. Ah, Bottrop, Herz. Ja, genau doch. Schöne Garage, muss ich sagen. Das ist schön. Ich hoffe, die nimmt die Maus nicht mit auf. Das wär's. Stärkrade Bahnhof, Westseite. Du willst mit, Manfred? Okay. Für die eine Heilstelle. Endhaltestelle. Da gibt es auch keine Endstationsansage, sondern wirklich bloß die ganz normale. Ist halt so, ne?
Nur die aus Gelsenkirchen haben das. Stellgrade, Bahnhof. Komm schon! Und angeblich ist im Berufsverkehr hier der übelste Stau. Sonne im Hintergrund, sehr schön. Oh, gerade umgeschaltet. Hä? Hä? Wie sollte das gehen? Muss ich ja über alle Spuren. Vor allem mit dem Gelenkbus, hallo? Wenn das mit dem Gelenkbus gemacht werden soll. Okay, also hier ist schon mal Rückstau. Und das nach dem Berufsverkehr. So, bekomme ich eine Anforderung? Jawohl. Nützt mir aber im Ruhrgebiet nämlich nichts, weil die funktionieren nicht. Ist bloß fake. Aber wir tun jetzt mal so. Natürlich haben die Fußgänger grün. Seht ihr, was ich sagte? Das ist so dumm. So, da sind wir ja auch schon da, ha? Muss man den Bus abstellen und dann gut, ne? So, der wartet auch schon. Ah, Gegenkurs. Fahrt los. Aber wir sind, pünktlich. Kann man nicht anders sagen. So. Tschüss, haut ab. Bis euch. Nie wieder. So, Licht aus, braucht keine Sau. Oh lol, was hab ich gemacht? Ups. Es blinkt zweimal und das war's, oder was? Okay. Na, stell mir das Teil noch ab. Ein Glück ist beschildert, wo wir uns hinstellen. Nämlich gar nicht, hä? Ach, wahrscheinlich hier hin. Okay. By the way, wenn man da hinten lang fährt, dann kommt man direkt nach Oberhausen. Ja? Müsste man sich auch mal angucken. So. Ja, wir sind schon weiter. Stellgrade, Bahnhof. Ja, schöne Sounds. Schöne Sounds. Ich mag Zitaro. Das ist toll. So, und mit diesem letzten Preview-Video sage ich, macht's gut, bis zu einer neuen Runde um sie 2, wenn wir wieder im Ruhrgebiet unterwegs sind und, natürlich released die neuen Ansagen. Erst dann sehen wir uns auf dieser Map wieder und da bis dahin sage ich, okay, wir sehen uns auch vor in anderen um sie folgen, aber egal. Tschüss, ja, schönen Tag, haut rein. Bye, bye.